Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich hoffe, es geht euch gut und falls nicht, wünsche ich euch schnelle und gute Besserung. Jawohl, vielleicht kann ich euch ja mit diesem Video ein wenig die Zeit vertreiben, wenn ihr auch so Duft-Junkies seid wie ich, beziehungsweise im Moment, es geht so. Ich muss sagen, seit der Schwangerschaft nehme ich Gerüche total anders wahr. Das habe ich euch auch schon mal, glaube ich, im letzten Aufgebraucht-Video erzählt. Es gibt jetzt leider Düfte, die kann ich gar nicht mehr riechen. Früher konnte es mir zum Beispiel nicht süß genug sein. Heute ist, muss ich da echt aufpassen. Und ich habe ja aus den letzten Jahren doch eine beachtliche Parfüm- bzw. Eau de Toilette, das sind Eau de Toilette Parfüms, ja, einfach eine Sammlung und ich muss aber auch sagen, ich habe das meiste geschenkt bekommen. Von meinem Mann, von meiner Schwägerin. Klar habe ich mir auch einiges selber gekauft, aber ich werde mich jetzt von vielen trennen. Das weiß ich. Ich hatte hier im Vorrat da so ein kleines Regal, da habe ich die alle schön aufgebaut. Aber es ist einfach zu viel. Erstmal ist es zu viel, finde ich. Und irgendwann kippen die ja auch. Ich meine, es riecht alles noch ganz gut, aber irgendwann, denke ich mal, lässt die Intensität nach. Und ich werde mal gucken, die, von denen ich mich jetzt trenne, werde ich auf jeden Fall im Freundesfamilienkreis nachfragen. Die werde ich nicht wegwerfen, weil da werden wahrscheinlich doch teure Sachen auch dabei sein. Ja, nichtsdestotrotz, es wird sich, es muss was weichen, es muss was gehen. Mein Geruchssinn hat sich geändert einfach, ne? Zum Glück nicht, was Kaffee angeht. Prost. Ich habe heute auf den Lippen, ich sehe gerade, ist also nicht, wie sagt man, wasserfest. Von Catrice, aus dieser, da habe ich mir ja zwei Stück von gekauft. Ich weiß nicht, ob ich euch die schon mal gezeigt habe. Die neuen komfortable Liquid Lipsticks in Matt. Generation Matt. Doch, ich meine, ich hätte euch die mal gezeigt. Die sind schön. Die spüre ich gar nicht auf den Lippen. 0,90 Girls Bite Back. Girls Bite Back. Genau, wir beißen zurück und finde ich ganz schön. Und ich glaube, die Farbe passt auch ganz gut zu meinem Pullover, zu dem Rot. So, jetzt machen wir aber weiter. Beziehungsweise fange ich mal an mit meiner Duftsammlung. Und wir werden sofort aussortieren. Ja, das L, ich glaube, das ist wirklich mein momentaner... Es ist ein Liebling, war ein Liebling von mir. Das war so ein Duftset und ihr erkennt es schon. Die Blüte ist durch die Jahre etwas verwaschen. Genau, von Marc Jacobs. Da gibt es ja, von Marc Jacobs gibt es ja mittlerweile verschiedenste Düfte und ich glaube, das war es der erste Duft, der heißt Daisy. Ich glaube, das ist der bekannteste. Und das war so ein Set mit Nachfüllung hier. Ich hatte mir, das war da so bei in dem Set, das weiß ich noch, mit einem süßen kleinen Trichter, total putzig. Ich werde das irgendwann hier reinfüllen. Also das ist auch so eine Geschichte, das ist ein eher süßlicher Duft hier von Daisy, also diese Daisy-Reihe. Aber ich finde, das geht noch. Ich wollte mir eigentlich auch, ich hole mir gleich mal die Dose mit Kaffeepulver. Ich habe leider keine großen Bohnen, aber um mal meinen Geruchssinn wieder etwas zu neutralisieren. Ja, ach, hallo Puma, wo kommst du denn weg? Moment, jetzt muss ich einen kleinen Break machen. So, da bin ich wieder. Ich musste mal eben meinem Hündchen Hallo sagen und ihn füttern, beziehungsweise das Fressen fertig machen. Der war nämlich gerade bei dem, es ist noch früh morgens, sag ich mal, aber es ist ein Bombenwetter, blauer Himmel und Puma war eben mit Schwiegerpapa laufen. Das hört sich an, beziehungsweise mein Schwiegervater war mit Puma laufen. So, ja, das Daisy werde ich behalten und werde ich dann auch hier reinfüllen. Oder halt, nee, ich werde hier in die... Also ich weiß auch nicht, es ist ja zur Hälfte aufgebraucht. Es ist ein toller Duft. Ich denke mal, der hat ein bisschen an Intensität verloren, weil der wirklich schon 8 Jahre alt ist, glaube ich. Da. Aber gut, es ist ein Duft, den liebe ich. Der ist mir nicht zu süß. Das ist okay. Der darf bleiben, das werde ich, wie gesagt, hier umfüllen mit diesem süßen kleinen Trichter. Und dann, ja, ich finde, die machen auch was her, ne? Mit diesen, ja, so wie die Flasche designt ist. Ich meine, gut, die Blüte ist jetzt ein bisschen verwaschen, aber nach 8, 9 Jahren, kein Wunder.
So, dieser Duft, der darf auch bleiben. Den habe ich noch nicht getestet genug. Ich habe den, glaube ich, erst zweimal verwendet. Ich habe damals mit der lieben Jenny eine Tauschpäckchen gemacht. Und da war dann unter anderem dieser tolle Duft drin. Chopin. Erkennen viele bestimmt schon an der Flasche. Hier oben steht Chopin. Ist von der Flüssigkeit, man sieht schon, ich würde sagen dunkel-dunkel-gelb. Und das ist ein Duft, das ist wirklich ein starkes Parfüm. Also ich muss auch sagen, am Tag trage ich nicht solche Parfüms. Ja? Dann nehme ich, wenn überhaupt, ein Deo-Roll-On und was ganz Leichtes oder auch nur ein Deo und fertig. Weiß ich nicht. Aber wenn ich dann mal jetzt so mit meinem Schatzi mal ausgehen würde, kann ich mir vorstellen, aber auch nur ein, zwei Spritzer hiervon zu nehmen. Das ist wirklich ein toller Flakon, auch wie ich finde. Es ist ein würziger Duft. Ja, er geht auch ins Süßliche, aber auch ins Herbe. Das ist eine tolle Mischung. Herb, süßlich, holzig. Ja, ist nicht zu schwer. Der bleibt erstmal. Den habe ich, wie gesagt, noch nicht so lange und auch noch nicht so oft probiert. Jo, dann machen wir mal weiter mit diesen kleinen Sachen. Einmal habe ich hier so zwei Nachfülldinger. Den habe ich letztens in meiner Handtasche gehabt. Da habe ich meine, kommen wir gleich zu. Wie heißt es? Mein Black Opium von Yves Saint Laurent. Habe ich immer eine Abfüllung hier reingepackt. Ne? Das sind diese, wie nennt sich das? Von Travalo. Das habe ich mir mal auf Amazon bestellt. So eine kleine Parfümdose. Und die kann man hier unten befüllen. Ich kann das ja gleich mal versuchen auszuprobieren, weil die ist jetzt leer und hier war das Black Opium von Yves Saint Laurent drin und das möchte ich mir wieder abfüllen. Das finde ich schön, wenn man ausgeht und so unterwegs ist und da braucht es auch nur einen Spritzer, das hält ohne Ende. Das Marc Jacobs hält nicht ganz so lange. So, und dann habe ich hier noch eine, die ist leer, da war mal irgendwas drin. Weiß ich, ich glaube, die habe ich mir mal bei DM gekauft. DM oder Rossmann, da gibt es auch solche Parfümzerstäuber, so kleine, die man halt wieder auffüllen kann. Genau, das kommt dahin, das dahin. Dann habe ich früher geliebt, finde ich ganz praktisch, diese kleinen hier. Das sind so kleine Deo, das eine ist ein Spray, das ist von Escada, das Born in Paradise. Escada macht ja immer schöne bunte Verpackungen. Und man sieht, ich hatte es geliebt. Es ist nur noch eine Pfütze, würde ich sagen, drin. Wirklich eine Pfütze. Ja, und das war das ein Eau de Toilette? Ich meine ja. Oder ein Parfüm. Steht jetzt, Moment. Ist es das denn auch? Nicht, dass ich euch was Falsches erzähle. Ein Eau de Toilette. Ja, Eau de Toilette. Das ist ein Duft, den muss ich mir mal hier auf. Ich habe mir hier so einen Lappen. Das nehme ich jetzt so nicht mehr wahr. Ja, der geht schon eher ins Süßliche. Ich werde das, also ist nicht mehr ein, geht nicht mehr in meine Lieblingsduftrichtung. Ich werde dieses kleine bisschen jetzt noch verwahren. Vielleicht auch mit in die Hand, obwohl das ist Glas. Da habe ich immer ein bisschen Schiss, dass mir das kaputt geht. Ich stelle es mir hier in eine Küche oder in den Flur. Und dann verbrauche ich das. Ja, aber es ist nicht mehr, also dann, ich würde es mir nicht nachkaufen. Das Born in Paradise ist auch schon ein bisschen älter. Wird verbraucht und dann nicht mehr nachgekauft. Das ist mir zu süß. Ja, früher habe ich darauf gestanden. Dann Escada Aqua de Sol. Das war wohl eine limitierte Auflage. Auch wunderschöne Verpackung. Auch ein Eau de Toilette. Das habe ich noch nicht ganz so oft verwendet. Es ist nämlich nicht ein Spray und sowas verbraucht sich nicht so schnell, meiner Meinung nach. Das, aber finde ich irgendwie toll, hier mit so einer Kugel zum Rollen. Ich mache mir mal hier so ein bisschen hinten hin. Der geht eher klar. Der ist auch süßlich, aber der hat noch was anderes im Abgang. Ich mag das. Das ist auch schön, wirklich. Da lasse ich auch die Verpackung, wenn ich das in der Handtasche mit mir führe, als Schutz. Deshalb habe ich auch noch die Verpackung. Führe ich das dann so in der Handtasche mit. Das bleibt auch. Also, das geht in Ordnung. Das hat irgendwas sportlich Frisches. Ich mag ja auch so eher die sportlich frische Ader. Ja, dann kommen wir jetzt zum Hammerklopper hier.
hat mir Schatzi geschenkt. Black Opium Yves Saint Laurent. 90 Milliliter. Ich glaube, das größte Oschilein, was es gibt. Wahrscheinlich habe ich jetzt gleich kein Liquid Lipstick mehr auf meinen Lippen. Macht aber nichts. Jo. Und wie gesagt, da braucht es nur, man sieht, ich habe das schon benutzt. Hier sieht man das vielleicht. Also hier, dieser obere Teil ist leer. Ich habe das schon 2 Jahre jetzt, glaube ich, und fülle mir das halt immer in die rote rein. Also das bleibt auch, weil es ist so intensiv. Und ja, ich kann es ja mal gucken, ob ich das hinkriege. Also wie gesagt, das habe ich mir mal von Travalo. Es gibt so kleine, müsst ihr mal gucken, Duftzerstäuber to go oder wieder auffüllbar. Hier hinten, ihr habt da so ein Stöpsel, so ein Löchlein. Und das ist eigentlich selbsterklärend. Man muss dann hier den, habt ihr gesehen, den Stöpsel abnehmen. So, ich hoffe, ich kriege es jetzt hin. Und dann muss man, oh Gott, eigentlich stelle ich das ja hin, ne? Jetzt blendet mich das Ringlicht. Das Loch, dieses kleine Loch über das Loch und dann, ich pumpe das jetzt mal. Ihr müsst mir das jetzt glauben. Das kriege ich, glaube ich, so nicht hin. Genau über das Loch und dann pumpt man. Einfach dieser kleine Zerstäuber. Oh, jetzt gucken wir mal. Ja, und jetzt ist auch schon was drin. Seht ihr? Da. Also, ich zeige es euch nochmal. Ich drücke das nach unten. So, seht ihr? Oh, das ist so schwer. Ja. Einfach durch diese Druckbewegung füllt sich dann ja, mein Black Opium. Das reicht mir, glaube ich, erstmal, obwohl ein bisschen noch kommt. Ich habe immer Angst, dass mir das kippt. So, jetzt habe ich ein bisschen gekleckert. Man muss wirklich aufpassen, dass es auch... Boah, das ist so stark. Aber Black Opium ist wirklich, benutze ich nur auch, wenn es... So, das läuft auch nicht hier unten raus. Das ist dicht. Das benutze ich jetzt nicht. Das riecht so stark. Das sprühe ich mir meistens auf einen Schal oder so, wenn ich irgendwo bin, unterwegs bin. Oder auf die Jacke. So, und jetzt natürlich hier nicht vergessen, den kleinen Nupsi wieder hier oben drauf. So, genau. Aber ich denke, viele von euch werden das Black Opium kennen. Das hält mir noch Jahrzehnte, glaube ich. Das bleibt auch, weil das ist ein intensiver, schwerer, aber dennoch auch süßlich, maskulin ein bisschen. Aber irgendwie ist das genauso meine, ja, wenn ich rausgehe, meine Mischung. Und der hält wirklich, den rieche ich noch 3 Tage an meinem Schal. Es gibt ja Parfüms, die riechst du einen Tag und dann gibt es Sachen. Früher habe ich mein Alien geliebt. Das habe ich ja, ich glaube, das habe ich der Jenny vermacht, weil die liebt Alien, genau. Sie hatte mir nämlich dann hinterher dieses hier noch, ich glaube, nachträglich noch zugeschickt, weil ich hatte ihr mein Alien abgetreten, weil ich den Duft nicht mehr riechen konnte. Ich habe den früher geliebt. Vor 5, 6 Jahren habe ich den geliebt. Alien. Den erkenne ich auch. Wenn eine andere Frau vor mir herlatscht, dann ist mir schon oft passiert, dann habe ich laut gedacht und habe mir so, ja, habe einfach gesagt, oh, Alien. Und dann drehte sich die Frau rum und nickte und sagt, ja, Alien. Aber ich kann es selber nicht mehr an mir riechen. Aber das hier, glaube ich, geht immer. Black Opium, sagt mir mal, liebt ihr das auch von Yves Saint Laurent? Wenn ihr es nicht kennt, schnuppert mal daran. Das wäre so eine Sache, das kann man sich mal schenken lassen, weil das ist auch nicht ganz so günstig. Ich hole mir mal eben mein Kaffeepulver. Man sagt ja Kaffeepulver oder sind es nur die Bohnen? Egal, jetzt habe ich eine Dröhnung Kaffee in der Nase. Ja, ja, und jetzt habe ich halt hier wieder was drin, ne? Und das kommt jetzt in meine Handtasche. Und das ist halt eine schöne Sache so. Auch zum Verschenken, ne? Wenn man weiß, Black Opium, dann kauft man sich hier so einen kleinen Zerstäuber und macht eine Abfüllung für die Freundin oder für die Mama. Zum Ausprobieren. So, dann mache ich mal weiter mit diesem kleinen. Da weiß ich, dass 1 gehen wird. Hier vom Biotherm habe ich auch noch 1 in groß. Das war früher der Duft. Der ging auf YouTube rauf und runter. Biotherm O-Ocean. Ihr seht auch, große Pulle, nur noch eine Pfütze drin fast. Das ist einfach nur aquatische, frische Spur. Sportlich frisch. Hält nicht unbedingt super lang. Das kann man, glaube ich, auch gut auf den Körper sprühen. Aber ich sprühe mir das meist, ja, ich sprühe es mir meistens hier im Nacken, aber auch schon mal auf dem Kopf. Also so. Den habe ich auch schon ziemlich lange und ich liebe diesen Duft. Gibt es den noch? Ich glaube, irgendwann hat es geheißen, ging das hier rum. Oh Gott, sie haben
Ocean aus dem Sortiment genommen. Ich glaube, das ist ein... Was steht denn hier? Ne, ich dachte, jetzt steht hier irgendwie noch drauf Body Spray oder so. Nee. Aber es ist... Ich bin traurig, wenn es leer ist. Das bleibt, ihr seht, es wurde heiß geliebt und es wird aufgebraucht. Ja, dann vom Biotherren gab es dann auch mal so kleine, da hatte ich auch noch Zitrone von. Ja, da hatte ich noch die gelbe Version, das war so ein zitrischer Duft. Das geht in die, man kann es schon an der Hand der Farbe erkennen, ins Orangige. Ist auch schon ziemlich in die Jahre gekommen. Moment, ich habe hier mal... Ja, es riecht noch intensiv, orangig, sportlich, spritzig. Werde ich auch irgendwann, ich denke mal jetzt diesen Sommer leer machen. Es ist nicht mehr ganz so intensiv, wie es vor, ist bestimmt auch schon 5 Jahre alt. Ja, aber ich mag diese Biotherm-Düfte. Leider nicht ganz so günstig. Bleibt es auf jeden Fall. Der hier wird gehen. Der ist von Escada. Escada Absolutely Me. Da habe ich die Verpackung nicht mehr. Absolutely Me. Das ist auch eine schöne Sache mit Kugel, was ich eigentlich mag, aber man sieht schon, ich habe es damals ja nicht oft verwendet. Ein bisschen ist noch raus. Das riecht mir zu süß irgendwie, muffig. Leider, muffig süß, ganz komisch. Schade, aber ja gut, wird sich vielleicht ein anderer dran erfreuen. Ich habe viele, viele Tanten und ja mal gucken, vielleicht auch meine Mama, ich weiß es nicht. Schauen wir mal, aber das wird jetzt, ich glaube, das ist jetzt der erste Duft, der aussortiert wird. Mal schauen, aber es werden noch weitere Folgen, da bin ich mir sicher. Das andere behalte ich erstmal. Gerade so, so Reste jetzt hier, ne? Die will ich, da denkt man vielleicht, oh, jetzt hier sparsam mit umgehen, sonst hast du nichts mehr, aber ja, ist ja Quatsch, ne? So, jetzt habe ich hier so ein Schätzchen Jean Provence Eau de Parfum Rose Angelica. Ja, ich glaube, das gibt es bei Müller, meine ich. So sieht die Verpackung aus. Hat mir die liebe Jana vom Kanal Kellertreppchen. Sei ganz lieb gegrüßt. Ich hoffe, dir geht's gut. Die ist ja in anderen Umständen und ich glaube, es dauert nicht mehr ganz so lange. Hat mir das mal geschenkt. Ihr seht, es ist zur Hälfte leer. Das ist halt... Ich liebe halt diesen Rosenduft, ja. Ich mag diesen Rosenduft. Und das ist ein ganz, ganz toller, vielleicht für viele, der eine oder andere würde sagen, das ist ein Oma-Duft. Aber ich mag so Rosen-Oma-Düfte. Ich finde das auch komisch, wenn man sagt, ein Oma-Duft. Aber vielleicht kommt das noch von 4711, von früher, wisst ihr, so. Aber das, ich mag halt Rose und das hält sich ziemlich lang. Obwohl es nur ein, es ist ein Parfüm, Eau de Parfüm, ja. Und dann, ja, habe ich das halt Jana erzählt, dass sie mir eine große Freude damit gemacht hat. Bleibt auf jeden Fall. Und dann hat sie mir noch eine große Flasche nachgeschickt irgendwann mal. Da ist auch schon was raus. Diese hier hatte ich auch des Öfteren mit in der Handtasche. Da wechsle ich halt auch gerne, ne? Wenn ich meine Handtasche wechsle, dann wechsle ich auch oft den Duft. Ja, und das bleibt auch. Sind 60 Milliliter, ist halt, die Verpackung habe ich nicht mehr, ist der gleiche Duft. Ja, und wenn mir nach Rose ist, dann ist es das. So, dann habe ich auch mal irgendwann geschenkt bekommen, das Le de Rosé. Das ist auch ein Parfüm. Da bin ich am Überlegen, dass noch nicht viel raus, weil ich halt jetzt diesen Rosenduft habe. Das ist auch ein toller Rosenduft. Aber ich habe so viel Rose. Ich glaube, den trete ich ab. Hinterher wird er mir schlecht. Ja. Ja, den werde ich jetzt, ich weiß gar nicht, Le de Rosé, von welcher Marke? Das ist ein Eau de Parfum, Made in France, Jean Artes steht hier, J-E-A-N-N-E, A-R-T-H-E-S, ja, sieht auch schön aus, aber frage ich mal meine Mama, ich glaube, meine Mama steht auch so auf Rose. Ja, hier habe ich schon oft versucht, den irgendwie unterzubekommen, aber selbst meine Schwiegermutter und meine Mama, niemand mag diesen Duft. Und ich habe erst gedacht, ja, ich habe den nämlich auch, glaube ich, meiner Zuschauerpost oder irgendjemand hat mir den geschenkt. Ich mag ja Veleda und das ist Veleda. Ja, und der Duft heißt Jardin de Vie. Ja, lest mal. Keine Ahnung. Das ist ein Eau Naturel Parfüm. Ich habe es auch
ein bisschen probiert, aber das ist so ein würziger, eigenartiger Duft. Ich kann den nicht auch an mir riechen, auch nicht auf meine Klamotten. Ich habe erst am Körper so, dann dachte ich, oh, irgendwann wurde es mir richtig komisch. Das geht nicht. Es tut mir so leid, weil Weleda mag ich eigentlich, aber es geht nicht. Und ich habe halt versucht, das irgendjemanden ja, zu schenken, aber jeder sagt halt, es geht nicht. Zu würzig, ganz komisch. Ich werde es zur Seite legen, aussortieren und ja, vielleicht findet sich ja doch irgendjemand. So, jetzt muss ich ein bisschen schneller machen, glaube ich, obwohl ihr liebt ja lange Videos. Und ja, das Close, könnt ihr euch da noch dran erinnern? Da gab es, das war auch sehr gehypt. Das ist ein Eau de Toilette, das heißt Close und ist von Made in USA, von GAP, glaube ich. G-A-P, GAP. GAP war die Verpackung. Da gab es verschiedene Sorten. Ich hatte Close. Ihr seht schon, so eine schöne Pulle. So ein Viertel raus. Das ist schwer. Er ist irgendwie langweilig geworden. Das ist ein Duft, der flasht mich nicht mehr. Da werde ich mal gucken. Aber ich glaube, das ist eher was Leichtes. Eher in die sportliche Richtung. Aber ich habe ihn lange nicht verwendet. Und ach ja, hier steht es auch oben auf dem Pinöckel. GAP. Nee, ich sortiere den aus. Ja, dann kommen wir mal in die Vanille-Richtung. Obwohl, nee, hier, den hier hatte ich ja noch. Oh, Twist Flower Explosion. Ja, den habe ich mir mitgenommen, aber der ist mir viel, viel zu süß, viel zu blumig. Aus dem DM, ich weiß nicht, ob es die da noch gibt. Twist and Spray, man muss hier unten dran drehen. Hier, und dann seht ihr, achtet mal oben drauf, dann fährt der Zerstäuber raus und dann kann man sprühen. Eigentlich eine schöne Sache, hat auch immer gut funktioniert, funktioniert auch noch, aber nee, ist mir zu süß. Zu süß. Ich muss auch gleich erstmal hier ordentlich lüften. Viel zu süß, geht nicht mehr. Mal gucken, ja. Vanille war früher so einer meiner Lieblingsduftrichtungen, aber geht auch nicht mehr. Ganz komisch. Von Yves Rocher. Das habe ich damals auch, ist schon ziemlich, ich glaube, das tue ich weg, das ist bestimmt auch schon 5-6 Jahre alt. Das ist starker Vanilleduft, hier kennt man, ne? Diese kleinen. Nee, weg. Ja, und irgendwie kann ich das auch nicht mehr riechen. Ich weiß noch, ich habe das mal geliebt. Von Bettina Barty, das Vanilla, ein Eau de Toilette Naturalspray. Habe ich sogar die Dose noch aufbewahrt, 50 Milliliter. Kennen bestimmt viele von euch. Ich meine, das gibt es auch im DM, oder? Ich hatte das schon mal geschenkt bekommen, vor Jahren. Das gibt es ja schon länger und dann habe ich mir das nachgekauft. Ja, ich hätte es besser lassen sollen. Es ist nicht viel raus. Da wird sich aber jemand für finden. Das ist dieser Vanilleduft von Yves Rocher ist etwas künstlich, finde ich. Dieser hier ist doch eher warmer, natürlicher Vanilleduft. Aber kann ich an mir nicht mehr riechen. Geht nicht. So, genauso wie dieser tolle Flakon. Viele werden jetzt schon wissen, wovon ich spreche, von Katy Perry, die Killer Queen. Ja, ein Eau de Parfum, Killer Queen. Das hatte ich immer so in meinem Regal zu liegen, ne, aber hinstellen ist nicht. Das ist ein super Flakon, aber man sieht vielleicht auch, es ist nicht so viel raus. Kann man das sehen? Schwierig. Weil, das ist mir viel, viel zu süß. Bah! Nee, super Dingen wird sich bestimmt auch jemand für finden, aber es geht leider nicht. Ich kann es nicht riechen. Mal den Kaffee wegstellen. Ich rieche jetzt auch noch mal an meinem Kaffee. So, machen wir weiter. Das bleibt, hat mir die liebe Betty mal geschenkt. Da war sie hier bei mir zu Besuch, Fab 40 Style. Kennen bestimmt auch einige von euch. Wenn nicht, verlinke ich mal Bettys Kanal. Schaut mal bei ihr vorbei und grüßt sie ganz lieb. Eine ganz, ganz liebe. Und dann war sie bei mir und dann habe ich sie umarmt, begrüßt und sofort, glaube ich, gesagt, boah, riechst du gut. Ja, und dann, als sie
nach ein paar Tagen wieder abreisen musste, hat sie mir das dagelassen. Das war noch halb voll. Ich habe es also schon gut benutzt und das ist von Clinique, ist ein bisschen abgegrabbelt von der Marke Clinique, das Happy. Ja, und das ist wirklich so, ich habe das auch heute drauf. Hier so ein Spritzerchen, das ist, hält auch ein, also ich finde, es hält nicht super lang, aber es hält. Das ist ein ganz, ganz toller Duft. Den kann ich nicht gut beschreiben. Feminin, aber nicht zu süß, irgendwie edel, irgendwie edel. Und es macht wirklich gute Laune. Das ist wirklich ein Parfüm, ne? Parfümspray steht hier. Ja, danke nochmal, liebe Betty. Wenn das leer ist, aber erstmal muss ich auch die anderen Düfte leeren, aber das ist sowas, was ich im Hinterkopf habe, was ich mir vorstellen könnte, nachzukaufen. So, hallo Puma. Puma ist wieder hier. Dieses Ding muss auch meine Sammlung verlassen. Von Elizabeth Arden, das Sunflowers. Kennen viele? Man sieht, es ist auch ein riesen Pulli. Ich habe auch schon ein bisschen verbraucht. Das ist bestimmt auch jetzt schon 3 Jahre bei mir. 3, 4 Jahre. Aber nee, das geht. Das ist wirklich was für den Sommer. Das riecht dieser typische Sommerduft nach Sonnencreme. Ich weiß nicht. Ist aber nicht mehr meins. Ist nicht mehr meins. Dann machen wir erst mit den. Ich klimper hier rum. Ja, ich kann diese Kiste, konnte ich jetzt nicht euch so zeigen, die ist doch ganz schön schwer. Das Wonderstruck von Taylor Swift. Sieht man das? So ein bisschen, so ein Viertel habe ich, ein gutes Viertel habe ich benutzt. Wunderschöner Flakon. Geht auch nicht mehr in meiner Nase. Nee, das riecht so ein bisschen in die Vanille-Richtung. Ist mir zu süß. Ja, viele Düfte, die ich nicht mehr riechen kann, sind mir einfach zu süß. Das Wunderwasser, ist da hier, 4711. Das ist aber jetzt nicht so ein Oma-Duft, also nicht typisch 4711. Viele werden sich daran erinnern. Ich glaube, das habe ich auch geschenkt bekommen. Aber das ist ein Duft. Nee, ich weiß nicht, ob der gekippt ist. Nee, der roch so. Der riecht, der verfliegt auch sehr schnell, leider. Also ich muss sagen, da habe ich nicht viel von. Ich habe es ein paar Mal verwendet, aber irgendwie ist ein Eau de Cologne. Ich benutze es nicht mehr, sagen wir mal so. So sind wir mal ehrlich. Ich benutze es nicht mehr, es gefällt mir nicht mehr und meine Nase kribbelt. Warum bloß? So, Escada. Ah, werde ich beide abgeben. Das hier habe ich früher, das war glaube ich auch zuerst, das habe ich geschenkt bekommen, das Sherry in the Air. Ich glaube, hat mir Schatzi geschenkt, hier mit den Kirschen. Es riecht sehr, sehr, wie der Name schon verriecht, sehr fruchtig. Ja, das ist mir auch zu süß geworden, benutze ich nicht mehr. Genauso wie das leider, das Thai Sunset von Thai Sunset, kann man es lesen? Ich glaube nicht. Von Escada, eine Riesenpulle, 100 Milliliter, ein Eau de Toilette auch. Ich glaube, das hier war auch ein Eau de Toilette mit der Kirsche. Wie kann ich euch den beschreiben hier? Der riecht auch, der ist mir einfach zu süß. Das sind halt die Düfte, die mochte ich früher, bevor ich schwanger geworden bin. Jahrelang geliebt. Aber geht irgendwie nicht mehr. Ist mir zu süß. Sagen wir so, wie es ist. So. Dieses Teilchen bleibt, das hat mir meine Mausi geschenkt, die liebe Nadine. Sei ganz lieb gegrüßt. Das ist noch nicht lange her. Zu Ella Beauty, Sweet Inspiration. Bei Rossmann gibt es das. Da habe ich, ihr seht, also dafür, dass es, glaube ich, erst ein halbes Jahr alt ist, habe ich es schon gut benutzt. Ist auch ein schöner Flakon, wie ich finde. Bei Rossmann gibt es die Düfte. Da war ich nämlich mit ihr. Haben wir uns dann durchgeschnüffelt und dann habe ich sofort gesagt, boah, das ist ein toller Duft. Ja, ein paar Tage später hatte ich es dann von ihr geschenkt bekommen, die verrückte Maus. Das ist auch ein süßer Duft, aber nicht so bäm süß, sondern ein warmer, süßer Duft. Hält jetzt auch nicht den ganzen Tag, wenn ich mir den aufsprühe, aber das ist so ein Duft, der geht eigentlich immer. Hier steht auch drauf Körperspray, also Body Mist. Duftendes Körperspray. Ich verwende es aber eigentlich. Ja klar, hier am Kopf habe ich mir aber auch im Winter auf den Schal gesprüht. Aber nicht jetzt hier für Arme, für die Beine benutze ich es nicht. Nee, aber danke Maus. Also ist wirklich ein warmer, schöner Duft, eher in die süßliche Richtung, aber die kann ich noch riechen. So, das Teil muss auch gehen. That's Me von Helene Fischer.
Das ist zwar auch so eine Bauart, wie ich es eigentlich mag. Kann man schön mit in der Handtasche nehmen, ja? Hier mit Kugel. Helene Fischer. Also ich bin jetzt nicht der große Helene Fischer-Fan. Das ist mir aber auch egal. Und wenn jetzt hier drauf Scooter steht oder Marusha, dann hätte ich es wahrscheinlich behalten. Nein, aber es ist langweilig. Der Duft, der ist langweilig. Der verfliegt super, den rieche ich. Es gibt Düfte, die riecht man selber gar nicht an sich. Wo? Aber der hier, das ist irgendwie, der in so einem, als wenn da nur Wasser drin wäre. Ja, Helene Fischer Sets Me kommt weg. Es ist wirklich langweilig. Den werde ich auch aussortieren. Super süß, Hilfiger. Kennt ihr bestimmt. Mit der Schleife habe ich jetzt schon auch 4-5 Jahre. Aber man sieht es, für 4-5 Jahre kaum benutzt. Das ist wirklich ein Duft. Der hat nichts. Also, der hat nichts. Doch, der hat was. Der ist blumig, aber auch so penetrant süß blumig. Ich weiß auch nicht. Und es gibt einfach Düfte, wie gesagt, da finde ich, die passen nicht zu mir. Und das ist leider so einer. Ja. Da, das Schätzelein behalte ich. Das ist auch schön so. Das habe ich gerne benutzt. War ich auch bei Betty. Und da waren wir bei Rituals und da habe ich mir, ich weiß gar nicht, ob Betty sich den auch mitgenommen hat, hier mit diesem Holzgriff, so eine kleine Flasche. Der ist schon sehr fraulich, fraulicher, also nicht so. Da würde ich schon sagen, das könnte gerade den Jüngeren von euch nicht so gefallen. Das ist schon auch was eher Schweres, aber auch irgendwo leicht im Abgang, schwer zu beschreiben. 17. Jetzt weiß ich nicht, wie das an sich heißt. Hier steht Rituals und hier unten steht die Nummer 17. Mehr, also die Verpackung habe ich leider nicht mehr. Das Glas ist so leicht rosenquarzmäßig eingefärbt. Aber riecht toll. Der bleibt. Und der hält auch ziemlich lange. So, jetzt kommt sowas. Habe ich mal Geschenke gekriegt. Es geht nicht mehr. Das habe ich früher geliebt. Das war eins meiner, wie sagt man, Signature, hast du nicht gesehen, Gedönsdüfte. Von Dolce & Gabbana das Light Blue. Ich glaube, das kennen auch viele. Ja, ihr seht, es ist kaum benutzt. Das ist das Eau de Toilette. Und hier sind... kann ich nicht lesen. Auf jeden Fall ist auch schön für den Urlaub, weil es ist eigentlich handlich. Es ist... Ja... Ich mochte es früher. Es riecht aber mir zu bitter. So würde ich es beschreiben. Mir fehlte das Wort. Genau, bitter. Das riecht mir zu bitter. Es gibt ja Düfte, die riechen zitrisch, säuerlich, aber dann gibt es auch so noch so ein ganz... Ich weiß auch nicht, es ist mir zu bitter. Ja, kommt weg. Dolce & Gabbana war früher mein liebster Duft. Kaffeeduft ist auch toll. Oh ja, das bleibt. Das hat mir mein Papa, da war er mal in Frankreich, hat Urlaub. Nicht Urlaub, er musste aus beruflichen Gründen, sagen wir mal so, musste nach Frankreich. Da hat er mir das mitgebracht, Magnolie. Das ist aus dem französischen Laden, 85%, also hier ist fast reine, ich weiß nicht, könnt ihr das lesen? Magnolie drin. Das ist der Hammer. Das ist auch hier ohne Kugel so, ne? Da macht man so. Ja, Magnolie, wie Magnolien, also Hammer, Hammer, Hammer. Man sieht, es ist nicht viel raus. Ja, ihr werdet jetzt lachen. Jetzt habe ich es mir hier hingesprüht, hierhin mit dem Finger gegeben, ja. Aber was ich damit immer gemacht habe, ich weiß auch nicht, das macht mir einfach gute Laune. Ich nehme mir dieses Ding und halte für ein paar Sekunden nur meinen Kolben dran. Das reicht mir dann. Ja, aber ich sollte es auch mal nicht nur aufschrauben und dran riechen, aber es ist auch schön, es ist gewaltig. Also das ist wirklich fast Magnolie pur. Hammer, Hammer, Hammer. Danke nochmal, lieber Papa. Da hat er mir das mitgebracht, weil ich irgendwann mal erwähnt habe, dass ich Magnolienduft so mag.
Ja, dieses hier, da habe ich die Dose, genau, habe ich die Dose aufbewahrt. Naja, vielleicht mache ich damit. Das ist, ihr kennt es, Nivea. Es wurde so gehypt und dann dachte ich mir, eigentlich riecht Nivea ja gut, ne? So, man sieht nicht, aber ich denke, ich habe schon zur Hälfte geleert, man kann es nicht erkennen. Ist halt der 30 Milliliter. Kam in so einer Dose. Ganz süß. Die habe ich jetzt aufbewahrt. Vielleicht kann ich da noch was drin verschenken, so, wisst ihr? Finde ich ganz schön. Deshalb habe ich mich nicht von der Dose getrennt. Ja, ist ein Eau de Toilette und ist halt der typische Nivea-Duft. Und der hält jetzt nicht super lange da. Also der hält nicht den ganzen Tag. Den sprühe ich mir auf. Ein, zwei Pumpstöße. Ist aber was ich gerne den ganzen Tag, was ich oft benutzt habe. Manchmal auch ein, zwei Wochen am Stück. Immer nur ein, zwei Spritzer. Gut. Dann verfliegt der Duft irgendwann. Aber für die Zeit, wo ich es brauche, ja, werde ich jetzt leer machen. Ist aber jetzt nicht unbedingt ein Must-Have, aber ist ein leichter Nivea-Duft halt. Ne? Wer Nivea mag, kann ja mal dran schnuppern. Im DM gibt es ja eigentlich von jedem Duft einen Tester. Ne? So, Moment, jetzt kommen wir mal. Oh, gleich kommen dann noch so hammer teure, schwere Sachen. Tut mir so leid. Ne, jetzt kommen wir erstmal hierzu. Genau, Moment, wo habe ich denn? Ja, ich glaube, genau, da war Betty bei mir. Ne, vom Kanal Fab 40 Style. Und dann waren wir bei Müller und dann haben wir uns zusammen den Duft, meine ich, gekauft. Das war, glaube ich, der Duft, der erste. Von, oh, ich kann das nicht aussprechen hier, von der Marke. Ich habe extra die Verpackung aufgehoben, weil ich das irgendwie schön finde. Da steht auch drauf, woraus das besteht. Und das ist der Duft. Kommen wir, warte mal, wo stand denn? Naja, es ist, seht ihr? Dunkelbraune Flüssigkeit, aber wenn man das aufsprüht, und das ist ein Duft, den kann ich nicht beschreiben, da müsst ihr bei Müller, gibt es Tester, dran riechen. Wenn man es aufsprüht, also nicht, dass ihr meint, ihr sprüht euch das irgendwo hin und habt dann braune Spritzer am Körper, nein, das ist nicht so. Das ist, Moment, es steht hier irgendwo. Ich habe es schon benutzt, er ist einer der stärkeren Düfte. Betty, hast du den Duft noch oder hast du den schon leer? Es steht irgendwo, Moment. Angesiedelt im Herzen der Haute-Provence, Frankreich, ist das Couvain de... Also hier die Firma. Oder ist es die Sorte? Nee, das ist diese Marke. Wo aromatische Pflanzen und natürliche Inhaltsstoffe mit viel Liebe und Leidenschaft traditionell angebaut werden. Das Eau de Mission ist eine Hommage an die Maria Missions... Ich muss niesen. Dankeschön. Und entschuldigt bitte. So, wo bin ich jetzt stehen? Jetzt hat mich... ist eine Hommage an die Maria Missions Franziskanerin, die in früheren Zeiten das Kloster bewohnten und an ihr Engagement für Menschen auf der ganzen Welt. Das Originalrezept kombiniert in einem wertvollen Duftwasser beruhigende Vanilleessenz mit 5 für ihre wohltuenden Eigenschaften auserwählte Pflanzen. Das Originalrezept steht hier hinten drauf. Steht bei den anderen auch, genau. Aber hier steht, naja, Vanille und dann steht da auch noch daneben, wie der Duft wirkt. Hier steht halt, Vanille wirkt beruhigend. Tigergras wirkt regenerierend. Dann ist hier noch Myrrhe drin, wirkt reparierend. Hier steht, wirkt reparierend. Okay, wenn mal irgendwie was kaputt ist am Körper, dann, na keine Ahnung. Dann ist noch hier drin Benzoe, sorgt für Wohlbefinden, chinesische Teepflanze, schützend und Virginia Zeder belebend. Ja, und das ist, ich kann euch das schwer nur beschreiben. Das macht, es hat irgendwas Beruhigendes. Vanille rieche ich gar nicht mal im Vordergrund raus. Weil ich, die reinen Vanilledüfte, da stehe ich ja nicht mehr so drauf. Naja, es ist ein mystischer Duft. Ich beschreibe es mal so. Aber in gewissen Zeiten tut mir der wirklich gut. Vielleicht, Betty, schreibst, wenn du das Video siehst, schreib mal, wie du den empfindest. So, und danach habe ich mir diesen
Duft noch geholt und dann habe ich noch einen. Es gibt noch andere. So, dann habe ich, wo steht denn jetzt wohl der Name? Also das ist, das war hier dieses Bild, ne? Odimati, das ist das Kloster, Botanical. Hier steht Botanic Cologne of the Missions, genau, die Missionarsschwestern. Und hier steht drauf of the Morning. Mit dem of the Morning ist wahrscheinlich die Bezeichnung dieses Eau de Toilette. So, und sind auch 100 Milliliter. Und hier steht, hier ist drin Orange, Zitrone, Erfrischungsquelle, Basilikum, Zeder und ist die Belebungsquelle. Also Orange, Zitrone, Basilikum, Zeder. Den habe ich schon irgendwie, den habe ich öfters verwendet, seht ihr? Und deshalb habe ich auch die kleine Version davon. So, ja, es ist, geht eindeutig in die zitrische Richtung. Sehr, sehr fruchtig, spritziger Duft. Ja, habe ich halt des Öfteren verwendet. Also der geht wirklich im Alltag, geht der öfters wie dieser hier. Quatsch, wie dieser hier. Der hier ist auch eher so an bestimmten Tagen. So, und die gibt es dann auch zum Probieren, weil die sind nicht ganz so günstig. Ihr seht, den hatte ich auch in der Handtasche. Das sind halt so Handtaschendüfte. Handtaschendüfte, also ich führe die gerne mit. Muss man halt aufpassen. Ich wickel mir da meistens ein Zewa-Tuch oder ein Taschentuch drum, weil es aus Glas besteht. Ja, und das hier ist dann der gleiche Duft nochmal. Zitrisch frisch in klein. So, also den hier habe ich nicht in klein. Und dann haben wir uns irgendwann, beim Betty nochmal bei mir, dann haben wir uns dieses hellblaue noch geholt. Das ist Botanic Cologne of Serenity. Hier. Das ist dieses Bild, das ist die hellblaue Verpackung. Und da steht hinten drauf Lavendel, Bergamotte, entspannt, Mandarine, Zeder auch. Genau, Tangerine. Hier steht, ja. Und, huch, den habe ich noch, das ist halt, den habe ich noch nicht so lange, aber ich habe den auch in klein mir dann mitgenommen. Ja, das ist, ich würde sagen, von den dreien der Duft, den hätte ich eigentlich, den überlege ich wirklich abzugeben. Da frage ich mal meine Mama. Das ist so der ist, der verfliegt sehr schnell und der bringt mir irgendwie nichts. Der bringt mir irgendwie nichts, das hört sich böse an. Ich nehme den nicht wirklich wahr. Ja, leider. Also die zwei Düfte sind der Oberklatscher. Hier die lila dunkelblaue Verpackung und hier die türkisfarbene. Wir müssen mal dran riechen. Der türkisfarbene ist wirklich was zum Wachwerden, zum Puh, hallo, hier bin ich. Der hier ist zu schwach auf der Brust. Ja, ich habe mir den dann irgendwann, warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber man sieht, auch da ist nicht viel raus, in klein nochmal gekauft. Aber da werde ich Abnehmer für finden, das weiß ich. Sind tolle Inhaltsstoffe und da kriege ich auch keine Kopfschmerzen. Es gibt Düfte tatsächlich, kommt gleich auch noch einer, da kriege ich auch Kopfschmerzen auf einmal von. Ganz komisch, also wird mir ganz komisch. So, jetzt brauche ich doch nochmal einen Schluck. Kennt jemand von euch diese Düfte aus dem Kloster, hier aus dem Klostergarten? Wie gesagt, sind nicht günstig, aber toll. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so ein langes Video drehe hier über meine Düfte, aber ja gut. Warte mal, dann bleiben wir doch jetzt mal bei Dolce & Gabbana oder ist das Gucci? Genau, da wusste ich nämlich nicht, warum. Ich dachte erst, das wäre das Gleiche. Flora bei Gucci. Das ist ein Duft, den ich auch geliebt habe vor ein paar Jahren. Spides, das ist, glaube ich, das Parfüm. Und, ne, eins ist das Eau de Toilette und eins ist das Parfüm. Gleiche Flakons, ihr seht. Hier, ich glaube, das ist das Parfüm, es ist halt dunkler von der Färbung. Ne, ist fast gleich gemacht, nur hier schwarzer Stöpsel, hier ist ein goldener Stöpsel. Der, wo nicht mehr so viel drin ist, den habe ich sehr gerne verwendet. Aber irgendwie ist das so ein Kopfschmerzkandidat leider. Und es stand irgendwo hier. Ganz, ganz klein. Das ist, genau, das ist das Eau de Toilette. Also nicht ganz so lang anhaltend, aber mir hat es damals gereicht. Werde ich mal gucken. Kriege ich Kopfschmerzen von und erst recht von dem Parfüm. Flora, es riecht floral, aber schade, ich weiß nicht mehr. Ich habe es vielleicht zu oft verwendet, keine Ahnung, aber seit der Schwangerschaft, ich habe es probiert.
Leider nein, komm weg. Ist auch richtig schweres Glas, also da muss man aufpassen im Badezimmer. Aber ich habe die Düfte alle im Vorrat. Dann habe ich hier das Desire von Dolce & Gabbana, The One. Kommt in so einer, leider in so einer schwarzen Verpackung, ich weiß nicht. Ich weiß, es sieht auch sehr edel aus, mit diesem großen Griff. Es ist ein sehr, da brauche ich nochmal hier ein neues Tuch. Nee, der geht nicht mehr. Da habe ich keine Kopfschmerzen von gekriegt. Das ist einfach so ein, boah, der geht gar nicht mehr in meiner Nase, schade. Aber der ging eine ganze Zeit. Es ist aber auch noch recht viel drin, würde ich sagen. Ich sehe es nicht, obwohl, doch, wartet mal. Keine Ahnung, kann ich nicht reingucken. Dann habe ich hier einen Duft, den weiß ich, habe ich von meiner Schwägerin geschenkt bekommen. Aber falls du das siehst, liebe Moni, sei nicht böse. Ja, man sieht vielleicht, ich habe ihn nicht so oft verwendet. My Burberry. Das ist in meiner Nase so ein bisschen, das ist ein Eau de Parfum. Genau. Das ist so ein Duft, nee, den brauche ich nicht rumsprühen. Boah, der geht gar nicht klar. Ich weiß nicht warum, Burberry, nee, My Burberry, der ist so, der ist auch gar nicht so schwer, aber der riecht einfach nur in meiner Nase leider, sorry, komisch. Komisch, verrückt, geht nicht, passt nicht zu mir. Der ein oder andere wird jetzt schimpfen und sagen, Nadine, ist doch voll der coole Duft. Ja, aber nicht für mich. Ich mag den Duft halt nicht. Jetzt kommt ein Duft, den liebe ich. Sieht man, glaube ich. Das ist ein starkes Parfüm. Ein Eau de Parfum von Joop, das Le Bain. Da habe ich euch damals, ich habe euch ja schon mal meine Parfüms gezeigt, habe ich euch gefragt, was heißt das eigentlich Le Bain? Und ich meine, jemand hat mir geantwortet und wenn ich das richtig im Kopf habe, heißt das das Bad. Das Badezimmer oder so, ne? Ja, das ist... Da habe ich auch schon mal, da ging eine Frau vor mir her und die hatte das drauf, definitiv. Und ich habe gesagt, ah, Joop Le Bain. Und die drehte sich um und sagte, ja, den erkennt man, so wie Alien. Aber der ist nicht... Ich liebe den Duft. Der hält relativ gut, fast den ganzen Tag. Ich brauche nur ein Spritzerchen, das reicht mir. Es ist ein starkes Parfüm. Geht in die, für mich, in die etwas mystische Ecke, in die leicht floral, ach, ich weiß auch nicht. Einfach frisch, einfach toll, mag ich. Manche Düfte kann man gar nicht beschreiben. Ja, jetzt kommt ein Kandidat. Bulgari. Petit et Mama. Also, ich finde den Duft super. Ist ein leichter Duft. Guckt euch mal die Verpackung an. Aber ich... Klar, das passt jetzt auch zu mir, ne, hier, ich bin eine Mama geworden letztes Jahr und es ist das Eau de Toilette von Bulgari Petit et Mama, so heißt das. Vielleicht kennt es der ein oder andere. Ich habe das mal bei einer YouTuberin gesehen und die hat da so von geschwärmt. Und ohne, dass ich genau wusste, wie es riecht, habe ich es mir damals bestellt. Ich habe es mir bestellt, da war ich lange noch nicht schwanger. Nein, das ist, glaube ich, auch schon 3 Jahre alt. Man sieht aber, ich habe es doch einige Male verwendet und total süß gemacht. Ein bisschen poppig, ein bisschen kitschig, aber darauf stehe ich. Das riecht, das ist wirklich ein Duft, das ist nicht so auffällig. Ne? Ja, das ist einfach, das geht immer. Ja, das ist nicht so auf, das ist ein pudriger Duft, definitiv. Es hat was, ich will jetzt nicht sagen, was Babyhaftes, das hört sich dann auch nicht gut an. Das ist so... Ein warmer, pudriger Duft. Ich glaube, den mögen viele. Und irgendwie kann ich mich nicht von der Verpackung trennen. Deshalb kommt es immer wieder da rein. Das ist ein Duft, wenn der mal leer ist, den würde ich mir nachkaufen. Und ich glaube, ich habe es mir bei Amazon bestellt. Oder bei Douglas. Nee, ich glaube, ich habe es bei Amazon. Da war das eben im Angebot damals. So, ja, den habe ich damals geliebt. Der ist auch schon bestimmt 6 Jahre alt, 7 Jahre. Von Thomas Sabo, das Charm Rose. Ja, fast die Hälfte ist weg. Ist eine ganz niedliche Pulle, aber boah, das stinkt. Das habe ich mal gemocht. Das ist mir zu aufdringlich blumig. Das ist ein starker, blumiger, ja, auch Rosenduft, aber das ist so eine künstliche Rose. Das geht nicht mehr. Und der Pinöckel, der ist relativ locker. Ach nee,
Man muss nur ein bisschen feste drücken, dann ist er auch nicht mehr locker. Na, die geht nicht mehr. Muss ich mich von trennen. Jetzt kommt ein Duft. Den habe ich jetzt... das ist, glaube ich, eine Neuformulierung, ne? Das kam mal raus damals, da habe ich es nicht mehr bekommen. Und dann haben sie es nochmal neu aufleben lassen. Und einige sagen aber, das wäre nicht wie das damalige Citalasso. Das ist von Douglas, das aus der Homespa-Reihe, das Citalasso. Das war sehr, sehr gehypt. Das ist wirklich so ein verspielter, gute Laune Urlaubsduft. Ja, das ist wirklich, er hält jetzt nicht den ganzen Tag, aber den habe ich, wo es jetzt auch heute, vielleicht benutze ich den gleich noch, obwohl jetzt rieche ich nach Magnolie. den liebe ich. Ich mag den sehr. Ich glaube, das ist jetzt die ohne Muschel-Version. Es gab, die erste Version hiervon war, in dem Deckel waren Muscheln, ne? Kann das sein? Ich meine, da waren Muscheln drin. Ich mag den sehr und der bleibt. Ja, der geht. Das ist mir definitiv, das ist irgendein Playmobil. Ach, Playmobil. Ich habe früher gerne mit Playmobil gespielt. Nein, das ist dieser Playboy-Duft, ne? Hier mit dem Bunny-Häschen. Ihr seht, es ist kaum benutzt, weil es mir einfach leider zu süß ist. Das ist fast, ich weiß jetzt nicht welche, aber vielleicht die Kenner unter euch wissen, was es für eine Version ist. Da gibt es ja verschiedene. Das ist, Moment. Ne, gefällt mir nicht. Ach, Playboy, genau, von Playboy. Hier hinten steht es ja auch. Nicht Playmobil, Nadine. Spielkind. Geht leider nicht. Aber wird sich bestimmt einer finden. Jetzt kommt einer meiner absoluten Lieblingsdüfte. Den habe ich auch schon ziemlich lange. Hat Schatzi mir damals geschenkt. Total süß hier mit dem Puschel. Chalimar von Guerlain. Guerlain? Das Chalimar. Kann man das lesen? Den habe ich schon ziemlich lange. Es ist auch schon, also für, das ist ein echtes Parfüm, meine ich, ne? Ja. Das ist ein orientalischer Duft, ganz klar. Also ich würde sagen, Chalimar ist orientalisch, würzig, aber auch leicht süßlich. Also es ist eine wahnsinnig gute Mischung. Und der hält auch, also da würde ich sagen, die langanhaltsten, also die Düfte, die bei mir auf meinem Körper oder auf dem Kleidungsstück am längsten halten, ist wirklich das Black Opium. 3 Tage und das Chalimar auch 2 bis 3 Tage, wenn nicht sogar länger. Das Chalimar, wie gesagt, bleibt. Liebe ich über alles und Gott sei Dank hat sich da nach der Schwangerschaft mein Duftdenken sich nicht verändert. Es ist nicht mehr viel, wir haben es gleich. Leider muss ich mich hiervon trennen, das glaubt meine Schwägerin mir auch geschenkt. Die bringt mir manchmal einfach was mit und dann anfangs, man sieht, mochte ich den auch. Aber jetzt nach der Schwangerschaft von Michael Kors ist das Sexy Amber. Sexy Amber, Amber? Ja. Schwer zu beschreiben. Aber wer, ich denke, der ein oder andere von euch wird es kennen und vielleicht auch lieben. Ich liebe es leider nicht. Kann ich nicht beschreiben. Riecht mal bei Douglas oder wo auch immer. Michael Kors Sexy Amber. Amber ist Bernstein. Habe ich das richtig im Kopf? Amber, Bernstein. Ist Bernsteinfarben, ja, aber ich mag ihn nicht an mir. Das ist mir definitiv zu süß. Früher mochte ich die. Kennt ihr noch die kleinen Essens? Ja, ist ein Eau de Toilette, denke ich mal. Das war, glaube ich, eine LE. Like a Rebel Queen. Ja. Ist mir zu süß. Das und ja gut, die halten nicht lange. Das macht ja auch nichts. Kann man ja nachsprühen. Aber das sind auch so Düfte, da kriege ich Kopfschmerzen mittlerweile von. Schade. So, jetzt kommt noch ein Liebling. Den werde ich dieses Jahr killen, denke ich mal, oder? Das ist von Armani Code Luna. Ich glaube, da gibt es mittlerweile auch verschiedene. So ein leicht milchiges Glas. Hier sind solche Blüten. Sieht man das? Das ist eine Geschichte, die habe ich mir einfach mal bestellt. Da hat eine YouTuberin davon geschwärmt und da habe ich es bestellt. Und ich liebe diesen Duft. Der hat auch was Mystisches, was Fantasievolles, was Verspieltes. Toll. Ja, den habe ich auch schon ein paar Jahre bei mir. Der hält relativ lange, Code Luna von Armani, und den werde ich aufbrauchen. Ja, ist ein toller Duft, der hält auch ganz gut. So, jetzt kommen noch so 3 Body Mist Dinger. Dann habt das. Ich habe noch so ein paar Körpersprays, aber
Die habe ich jetzt nicht dazu genommen, weil diese hier sind schon recht intensiv. Man kann es erkennen von Rituals. Ja, ich weiß nicht. Also ich denke, ich werde wahrscheinlich alle drei behalten. Einmal haben wir das Chakra Water, Indian Rose und Himalaya Honig. Das kann man halt, also ich sprühe mir, ich glaube, nee, das habe ich mir des Öfteren mal auf mein Kopfkissen gesprüht. Und das war sehr gehypt, ne? Also ja, ist jetzt noch nicht viel raus. Moment, das habe ich jetzt schon länger nicht mehr verwendet. Erstmal gucken, ob es auch noch funktioniert. Es war aber mal intensiver, oder? Ich muss nochmal am Kaffeepulver schnüffeln. Ich nehme gerade irgendwie nichts mehr wahr. Also das hier riecht gar nicht mehr so. Ich werde es jetzt mir, glaube ich, in mein Schlafzimmer stellen. Das Ayurveda, genau. Chakra Water. Kennen bestimmt viele von euch. Ich glaube, da gab es auch eine Körpercreme und ein Peeling. Aber ich habe damals vor ein paar Jahren wirklich auf diese, von Rituals auf diese Teile gestanden. Ich meine, den habe ich geschenkt bekommen. Finde ich auch wunderschön, die Verpackung. Das müsste es auch noch geben, denke ich mal, oder? Ja, ich habe keine Rituals in meiner Nähe. Dafür müsste ich jetzt nach Dortmund fahren. Das ist ein bisschen zeitaufwendig. The Ritual of Sakura ist das. Sakura. Ja, ist das Gleiche. Es ist, glaube ich, ein Cherry Blossom steht hier. Also die eine Kirsche hier von Escada, die ist mir zu süß. Weiß ich auch nicht. Ich mag Kirschen. Ich esse vor allem Kirschen gerne. Wer noch? Das ist aber eine verspielte, interessante Kirsche. Das ist wirklich auch ein bisschen, also das habe ich aber, das ist das jüngste von den dreien, ja. Ich glaube, ich hatte erst das rote, dann kam orange und dann kam der hier. Aber eine schöne Verpackung mit diesem Holz, das ist so ein weißer Holzknüppel, Drehverschluss. Mann, in Japan, was steht hier auch was auf Deutsch? Der leicht, was? Bett- und Körperspray, der leichteste Duft frischer Kirschblüten, legt sich in einer sanften Brise wie Tautropfen auf die Haut. Ja, also es ist eine tolle Kirsche. Tolle Kirsche. Dann haben wir hier Sweet Orange in Cedar. Gibt es den noch? Ich glaube, den haben sie irgendwann mal verändert. Und das ist noch der unveränderte Duft, meine ich. Weil der veränderte Duft, da waren hinterher nicht mehr so viele von angetan. Kommst du wohl raus? Oh! Oder war das mein erstes? Schaut mal, also auf jeden Fall einer meiner Favorisierten. Ja, man sieht nicht mehr so viel drin. Ich glaube, ich habe mich wirklich vertan. Ich glaube, oder ich hatte beide gleichzeitig, ich weiß es nicht mehr. Ja. Boah, das ist wirklich eine geile Orange. Deshalb, also, wow. Ja, der wird jetzt diesen Sommer platt gemacht. Ganz, ganz toller, wer auf spritzige, frische Düfte, zitrisch-orangige Düfte steht. Aber der hat noch was im Abgang. Ja, dieses Zeder wahrscheinlich. Riecht einfach nur himmlisch. Ich mag die. Und wenn ich mal wieder in Dortmund bin, da in dieser Tiergalerie, dann werde ich auch mal bei Rituals, gucke ich ganz gerne mal. Also diese Body Mists, ich glaube, ich habe auch von Rituals nur noch... Doch, ich glaube, habe ich überhaupt... Da gab es auch mal so einen schönen Körperschaum zum Abduschen, aber egal. Ja, das war's, ihr Lieben. Also ich würde mal sagen, ich habe natürlich noch eine ganz gute Parfüm-Body-Sammlung oder Toilette-Sammlung. Aber ja, wie gesagt, hier ist auch nicht mehr so viel drin. Ich denke, ihr werdet in diesem Jahr noch einiges an Düften im Aufgebraucht-Video sehen. Aber ich wurde auch damals schon des Öfteren jetzt gefragt, Nadine, zeig doch mal deine Duft-Parfümsammlung und jetzt habt ihr sie mal gesehen. Ja, und dieses Konzept finde ich ganz schön, wie gesagt, die man hier auffüllen kann. Hier, der steckt dann noch in so einem, seht ihr? Kann man da so rausnehmen und dann muss ich den Pinöckel da irgendwie so drüber halten. Ah, hier war auch ein leckerer Duft drin. Ich glaube, das kommt, ja, ich glaube, ich habe sogar hier das von Marc Jacobs hier reingefüllt. Der, ja, jetzt hier mit dem Trichter irgendwie. Ich habe das abgeschrieben, ich weiß nicht. Auf jeden Fall sind das schöne Geschenke auch, wie ich finde. Ne? Das, hier, für jemanden auch, der gerne mal einen Duft ausprobieren möchte, wo man sich nicht sicher ist, mag er den Duft, sind solche Sachen ganz schön. Aber auch natürlich für einen selber. Ihr Lieben, was ist denn
Euer momentaner liebster Duft. Egal ob eau de parfum, ob eau de cologne, Body, Mist, mich interessiert das schon. Vielleicht habe ich ja einen unter meinen Zuschauern jemanden, der dieses Petit Mama, dieses pudrige Duft, diesen pudrigen Duft von Bulgari auch mag. Ja, aber jetzt, das tut auch mal gut. Ich habe, wie gesagt, schon des Öfteren drüber nachgedacht, mich von Düften zu trennen, gerade jetzt nach der Schwangerschaft, weil ich manches nicht mehr riechen kann und wirklich Kopfschmerzen bekommen habe. So ist das. Es ändert sich im Leben manches dann. Und ja, dann muss man auch Abschied nehmen und dann sollen sich andere drüber freuen. Ihr Lieben, ich finde das großartig, dass ihr wieder dabei wart und eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Freude, ein wenig Unterhaltung. Und jetzt würde ich sagen, das war's. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Woche, wunderschöne Tage und ja, ich hoffe einfach, dass wir uns ganz, ganz bald wiedersehen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was als nächstes geplant ist. Ach, ich habe ja immer mehreres. Ich muss auch unbedingt mal wieder, ich glaube, so ein Lidschatten- oder Palettenlotto. Ja, da hätte ich auch mal wieder Lust drauf, mich überraschen zu lassen. Okay, wie auch immer, ihr werdet es mitbekommen, wenn ihr im nächsten Video wieder einschaltet. Und ja, bis dahin, ihr Lieben. Bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.